Willkommen zurück zu Minecraft, dritten Video, und heute ist Version 1.9 Pre-Release rausgekommen, veröffentlicht worden, wie auch immer. So, mir ist gerade aufgefallen, so beiläufig, dass die Tür hier falsch ist, deswegen platzieren wir sie mal schnell andersrum. Ich bin der Kürbiskopfmann. Aber ist halt die beste Variante gegen Endermans. Ist ja nicht angreifen. Ich hoffe, das reicht. Aber da wir sowieso gerade auf Peaceful spielen, ist uns egal. Jupp, so dreist sind wir. So, da pflanzen. Und sie gehen uns die Samen alle aus. Nicht alle. Nicht alle aus. Oh, ich muss niesen schon. Jetzt. Anfang der Aufnahme. Dann tue ich das mal. Ja, ich musste niesen, weil eben Haare schneiden war beim Friseur, und tja, weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wenn man beim Friseur war, habe ich meistens immer noch irgendwie Haare in der Nase. Zieht. Gib mehr Samen. So. Jetzt haben wir es gleich fertig. 10 noch. Gut, 10 Glück. Das müsste reichen für meine 3 Farmen hier. Oh, hier ist auch einer. Falsches Werkzeug da. So. Und jetzt noch zum letzten Punkt laufen. Der war hier, genau. So. Da ist nichts mehr. Gut, perfekt. Die Farm haben wir schon mal geschafft. Gut, jetzt haben wir schon wieder ein Video fertig. Wir sehen uns dann darin. Nein, natürlich nicht. So. Wir haben hier Eisen, genau. Haben wir auch Ofen? Ich glaube nicht. Im Inventar. So, das ist ja unser allmächtiger Raum, in dem hier alles gemacht wird. Ich bräuchte, keine Ahnung, geh einfach Kohle fertig. Kohle rein. Und machen uns jetzt nämlich Eisen. So. Ich bin am überlegen, ob wir das hier nochmal wegmachen. Wir haben aber keine Schaufel, müssen nochmal zurücklaufen. Gut mitgedacht. Ja, ich war ich habe mir Gedanken darum gemacht, wie wir das hier machen, aber irgendwie, tja, hat das in diesen 2 Tagen, in denen ich mir Gedanken darum gemacht habe, hat es nicht so ganz geklappt. Mir ist nicht so was Richtiges eingefallen, was wir so alles hier so richtig bauen können, aber eins wollte ich unbedingt haben, weil einfach so schön passt. Ich wollte nämlich gerne eine Burg haben. So eine Festung. Wo ich nochmal meinen Kies her gehabt? Ach genau, von hinten. Ich hoffe, es wird nicht Nacht. Dann müssen wir hier wieder übernachten. So. So. Oh, da plempert die Musik wieder vor sich hin.
So. Na komm, laufen. Klappt endlich, danke. Ich muss mich noch mit den Doppel-W anfreunden. Aber ich find's praktisch, dass es endlich Sprinten gibt. Yay, das reicht schon vollkommen aus. Yay, eine Schere. Und hier vorne wollen wir schon hin. Weil ich habe gelesen, ich weiß es noch nicht, ich habe es noch nicht getestet, dass man mit der Schere nicht nur die Wolle der Schafe und hier Laub abmachen kann, sondern auch diese, das Bein. Hui! Klappt. Anders als ich es gedacht habe, aber egal, es klappt. Hihihi. Das gefällt mir. Aber man muss aufpassen, wenn man weiter rummacht, kann man nicht faul sein. Hihihi. Oh, ein paar Pilze. Haben wir Knochen? Ja, wir haben Knochen. Und was ich auch noch herausgefunden habe oder erfahren habe, ist... Baum, tut mir leid, du bist im Weg. Oder machen wir das woanders? Da hinten. Da hinten ist es schöner. Hüpf. Fail, hüpf. Getting Wood. Das ist so lustig, wenn das rumbuggt, dieses Achievement-System. Komm, wir holen uns noch ein bisschen. Hey Pilz, bone meal? Ha! Hihihi. Wenn man nämlich Pilzen, ja, Knochen mir gibt, dann werden das zu diesen solchen riesigen Pilzen. Und die kann man abbauen. Doch nicht. Aber wenn man sie zerschlägt, kriegt man Pilze. Na gut. Nicht aus jedem kommen Pilze raus, aber ab und zu mal kommen Pilze raus und dadurch kann man mehr Pilze gewinnen. Also kann man jetzt auch Pilze farmen. Auch wenn ich ehrlich bin, ich finde es ein bisschen übertrieben, wie groß die Pilze werden. Aber immerhin, aus einem kleinen Pilz so viel gekriegt, erstaunlich. Komm, wir machen das jetzt noch bei den einen hier. Da. Naja. Oder warte, machen wir hier so. Ein bisschen aufräumen. Bonmil, 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 Bonmil. Da will kein Bonmil. Ha!
Jetzt aber. Yay, guckt euch an. Tja, jetzt haben wir auch einen Fliegenpilz nachgestellt gekriegt. Haben wir die mit irgendwas? Blöcke. Nö. Unbekannt. Aber immerhin. Oh, da sind sogar zwei gerade rausgefallen. Und auch. Und es wird schon wieder dunkel. Alle schon mal wieder brav abbauen. Ganz viele Pilze. Jetzt können wir uns ganz viele Suppen machen. Da ist unser Dorf. Ich hätte mich glatt verlaufen. Hüpf. Hüpf. Und jetzt ab ins Bett. Noch schnell das Eisen rausholen. Wie cool, haben wir keinen Platz mehr. Und schlafen. Und für mich ein Chip. Doch nicht. So. Wir haben gerade keinen Inventarplatz. Erstmal radikal sein. So hier. Kann rein. Das, na, das nicht. Das schon. Das ja. Dann Müllpelle bewahren wir mal kurz auf. Nein, da wir gerade hier arbeiten, auch nicht. Das ja. Das ja. Das ja. Ja, und das hier auch. Jetzt wollte ich mir das mal hier mit denen angucken. Hab ich noch nicht getestet. Wo machen wir das denn hier im Brunnen? Na, kann ich doch nicht machen. Muss ich es wachsen lassen oder wie? Komm, das schaffst du. Na gut, dann schaffst du es eben nicht. Perfekt. Ach ja, und das hier sind die neuen Fensterarten. Das ist nicht so richtig ein ganzes Fenster, sondern halt so ein Fensterding. So, wir brauchen ganz viel Holz. Habe ich gehört. Und das können wir auch hier aufbewahren. Und jetzt machen wir uns eine... Upsala. Naja, komm, wir machen uns ein bisschen mehr. Und dann gehen wir jetzt ein bisschen Holz hacken. Wir haben hier da hinten einen ganzen Wald. Und Schaf. Hi Schaf! Na du? Ist gefangen. Tja, tut mir leid. Hui, hui. Merkt man, dass ich eigentlich so mal ein bisschen irgendwo hier und ein bisschen da mache? Glaub nicht, oder? Hust. Nein, mach halt das, was mir gerade in den Kopf kommt. Und jetzt brauchen wir Holz für den Gedanken. Und für einen anderen Gedanken, für den, den ich eigentlich geplant habe in der Stadt. Also für die Festung brauchen wir ganz viel Stein. Machen uns daraus dann Stone Bricks. Für diese neue Steinart. Total cool. Ich mag die. So.
Tannenzweige abpacken. Irgendwie ist es langweilig, glaube ich, hierbei zuzugucken, oder? Wir könnten das ja auch so machen, dass ich einen Schnitt setze und wir sehen uns gleich wieder. Nein! Und da ich ja ein Peaceful spiele, gibt es auch keine Monster und nichts Spannendes zu sehen, außer wie ich hier durch die Gegend laufe und einen Baum nach dem anderen auseinandernehme. Das könnten wir ja auch machen. Das wäre auch gut so. Also, würde ich mal sagen, wir sehen uns jetzt danach wieder, wenn ich das alles abgebaut habe. Dann sehen wir noch, was ich mit den ganzen Holz geplant habe. Und dann, tja, dann weiß ich auch noch nicht. Dann machen wir wahrscheinlich Schluss mit dem Video. Dann sind 30 Minuten voll und dann erstmal Schluss. Ist doch ein Gedanke. Ist doch ein guter Gedanke. Gut, ihr seid einverstanden? Gut, also bis gleich. So, wieder auf dem Weg zurück nach Hause. Ich habe mir 61 Holz geholt. Und ja. Ein paar Bäume gefällt und sieht es nicht mehr. Doch, da hinten sieht man es noch ein bisschen. Ein paar Setzlinge wieder gepflanzt. Muss ich kurz auf die Uhr gucken. Gut, das heißt, ich weiß jetzt, wann ich Schluss machen muss mit dem Video. Deswegen muss ich auf die Uhr gucken. Und diese ganzen viele Blumen fällt mir gerade erst jetzt auf. Wachse, gedeihe. So, hier. Holz. Bin zu faul zu klicken. Fertig. So. Fertig. Nein, wir brauchen noch ein bisschen. Hier. Und dann alles wieder hoch. Und dip. Und Fackeln. Können wir uns ja noch ein bisschen erstellen. So. Und Dirt haben wir hier. So. Und jetzt wollen wir einfach, weil... Ach genau. Das kann ich auch noch mal kurz zeigen. Wäre echt praktisch. Und zwar, das sind Gatter. Es ist halt so, dass man da durchgehen kann. Das ist echt praktisch für die Farm jetzt. Dafür bräuchten wir, sagen wir, wir machen auf jeder Seite so 6. Fertig, ich will jetzt nicht weiter reden. Ich finde gerade das Wort nicht. So, 6 Gatter. Die Erde dahin. Wird wieder dunkel. Egal, wir können jetzt noch ein bisschen Container bauen. Hier möchte ich das Gatter hinhaben. Falsche Richtung. Aber kann man das vielleicht so fixen? Nein. Perfekt. Ah, so geht das Gatter. Okay. So, perfekt. Na komm. So, jetzt hier an jedem Platz wieder eins platzieren. Ein Zaun. Ich glaube, wir brauchen sogar noch mehr. Ich habe gehofft, das würde reichen. Dann muss ich halt zweimal laufen. Ah, das ist jetzt praktisch. So, tut. Und dann tut. Habe ich mir doch gut durchdacht.
Und wir brauchen noch mehr für Licht. Dann werden wir hier nämlich noch sowas rüberbauen, dass hier so Lampen runterhängen. Aber das machen wir erst später. Erstmal möchte ich das einzäunen. Damit gerne böse Tiere drauflaufen können. Hier bräuchten wir sogar gar keinen Gatter. Doch, um hier reinzukommen natürlich. Dann planschen wir halt hier durchs Wasser durch. Und wir brauchen es trotzdem. Okay. Wenn das Gatter so rumsteht, kann man sich durchglitschen. Nein. Da will ich den Block haben. So, noch 2 Stück. Und oh Wunder, es reicht sogar. War ja ein kleinerer. Und dann haben wir hier noch... Was? Und hier ist unsere letzte Farm. Und die ist auch kleiner als gedacht. Das heißt, wir haben theoretisch 4 Farmplätze. Da ist die. Nein, der Bug wurde noch nicht gefixt, glaube ich. Oder es gehört so. Weiß man nicht. Wird man wahrscheinlich nie erfahren. Aber ich wette, es gibt irgendwelche hobbylosen Leute, die das sogar messen. Hui. Plansch, 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 plansch. Perfekt. Gefällt mir. Mag ich. Und so. Machen wir es jetzt noch in der Nacht? Na komm, wir schlafen aus. Hui! Oh. Ins Bett gesprungen. Oh, mir ist kalt, ich habe die Tür vergessen zu schließen. So. Ich finde, bei denen sollte man noch ein Gatter reinbauen. Ist praktisch hier so durchzulaufen, aber zur Bearbeitung hilft das nicht so unbedingt ganz gut. Dann müssen wir mal noch mal gucken. Wie viele werden das? 4. Oh, das würde sogar reichen. Perfekt. Plansch, 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 plansch. Jetzt können endlich die Kacktiere nicht mehr rein. Und ich finde die Gatter praktisch. Endlich gibt es Gatter. Weil da war ja vor der Zaun eigentlich sinnfrei. Baut es einen Eingang. Aber die Tiere und Monster kamen ja trotzdem durch. Und so hat sich die Zaun eigentlich als sinnfrei erklärt automatisch. Aber jetzt klappt es perfekt. So. Wir wollen es natürlich für uns voll bequem haben. Das heißt, wir werden die Ampeln so ziehen, dass es für uns passt. Und das heißt... Jo, was heißt das denn? Ja, das heißt, wir werden... Hier. 2 hoch. Und auf dieser Höhe durchziehen. Und dann... Wunderschön... ja, dann fangen... Lampen mit beibauen. Hier haben wir das und hier haben wir... Das. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So. Ganz einfach. Sag mir nicht, dass ich das jedes Mal jetzt wieder machen muss. Nein, ich hasse das. Ich will
Ich will, dass man das so dran klatschen kann, aber nein, man muss hochbauen. Da habe ich keinen Bock. Da habe ich keinen Bock. Nein, nein. Ich hatte eigentlich eine andere Idee gehabt, aber wenn es das Spiel nicht möchte, dann möchte das Spiel es nicht. Wir werden jetzt noch einmal die Ecken markieren. Ich muss jetzt einmal ganz außen rumlaufen, um Zeit zu sparen mit dem Platzieren. Ich habe vergessen, die Fackeln drauf zu platzieren. Aber das müssen wir mit dem Sprung klappen. Hui! Cool. Ich mag das Sprinten. Klack. Plapp. Und wegräumen. Plapp. Aufgeräumt. Ups. Ups. Ich find's cool. Nein. Fackel aus. Da. Und jetzt noch den letzten. Na komm. Nein, falsch. Passte. Und der hier? Passte nicht. Immer dieser Letzte, der meckert immer rum. Perfekt. Alles erleuchtet. Nicht so schön, wie ich es mir ausgemalt habe, aber extra die Farm kaputt zu machen, ist blöd. Nicht klug. Nicht klug. Oh, jetzt wächst es runter. Oh, es breitet sich sogar da oben aus. Man braucht also auch nur einen. Breitet es sich aus. Cool. Nee, ich wollte nicht bauen. Ich könnte die Pilze wegtun. Und das und das. So. Und wir könnten ja jetzt nochmal schnell abernten. Und dann einen Schluss machen. Ganz langsam durchkriechen, nichts kaputt machen. Hüpf. So. Ganz ordentlich das Feld bearbeiten. Treffe ich glaube ich nicht. Plupp. Naja, ein Versuch war's wert. Plupp. Gut. 49 Getreide und ganz viele Setzlinge, das ist doch praktisch. So. Hüpp. So, alles wieder ordnungsgemäß einpflanzen.
Oh, das ist hier nachgewachsen. So. Und lass mich hier raus. Haben wir halt mehrere Eingänge, deswegen. Solange die noch klein sind, laufe ich da gerne durch. Aber wenn sie groß sind, da weiß ich nicht, habe ich mal das Gefühl, da geht's kaputt. So, und jetzt machen wir das noch hier hinten. Und hier hinten kann man so den kleinen... Ich bin auf dem Zaun. Ich bin auf dem Zaun. Hüpf, und jetzt... Was zum... Aus Versehen Doppel-W gedrückt und dann bin ich da reingelaufen. Das sah irgendwie los hier aus. Hups. Fallen lassen. Alles eingesammelt. Ey. So, und jetzt noch zum letzten. Und dann da alles einsammeln und dann ist das Video auch schon wieder vorbei. Hüpp. Komm ich da wieder rauf? Na. Sieht nicht so aus. Oh, da habe ich was kaputt gemacht. Das war auch da, wo ich den Sprung gemacht habe, da auch. Es geht ja schnell wieder heile. Nicht umsonst haben wir das Werkzeug. Blup. Oh, beim anderen habe ich es vergessen zu säen, glaube ich, oder? So, ich wollte gar nicht durchsprinten. So. Nochmal schnell zum anderen laufen. Ja, da habe ich es vergessen. Hüpf. Ich mag diese Farm hier. Die ist cool, weil man kann auf dem Zaun stehen. Hui. Und da hinten ist wieder was gewachsen. So. Und wieder hier nach Hause. Setzlinge abgeben. Das hier wieder einfordern. So. Und jetzt nochmal schnell Brote backen. Genug Brote gebacken. Und man kann sie jetzt endlich stacken. Das ist so cool. Naja, so. Und im nächsten Video, glaube ich, werden wir eventuell die Mine anfangen zu bauen. Und hier noch irgendwo, vielleicht hier, so eine Farm bauen für unser Bambus. Reicht hier gerade nicht. Also in unserem Bambus, was wir in der Truhe haben. Irgendwo hier noch in der Stadt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.